Jo Leute, ich habe mit Arbex zusammen einen neuen Money-Job. Im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich diesen Money-Job beidreht. Falls ihr so eine Einladung bekommt, könnt ihr einfach die Einstellung so lassen, wie sie sind. Oder stellt ein Radio aus, was euch halt lieber ist. Das ist ein Überlebenskampf-Money-Job. Den könnt ihr gern zu viert mit eurem Freunden spielen. Und ja, wenn ihr da jetzt beitretet, steht da ein Countdown von 18 Sekunden oder 19. Wenn dieser Account dann abgelaufen ist, werdet ihr einfach 100.000 GTA Dollar in der Sekunde kriegen. Ihr dürft nur nicht sterben, sonst ist der Job vorbei. Und um da in diesen Job dann reinzukommen, also ihr seht gerade, ich krieg 100.000 GTA Dollar in der Sekunde. Und um in diesen Job reinzukommen, müsst ihr einfach dieses Video liken. Bestenfalls abonniert sie mich, Glocke aktivieren wäre auch noch nice. Und dann schreibt ihr einen Konsolenname oder Social Club Name, je nachdem auf was ihr spielt. So oft ihr kennt in die Kommentare, je öfter ihr kommentiert, desto höher ist die Chance eingeladen zu werden. Und ich werde euch jetzt noch sagen, also nicht gestorben, ich werde euch jetzt noch sagen, wenn ich in freien Modus gehe, dass ihr wirklich das Geld bekommt. Ich gehe jetzt einmal in freien Modus. Also kommentiert, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf YouTube und dann sehr gute Chancen in diesen Money Job reinzukommen. Und ihr seht, sag ich, ob dieses Geld bekommen. Jo Leute, was geht ab? Wenn jemand von euch einen günstigen Unlock All Account braucht, habe ich die perfekte Seiten für euch. Unlockall.org, dort gibt es die besten und günstigsten Unlock All Accounts in ganz GTA. Und auch Accounts Boost, falls ihr welche braucht. Und wenn ihr mich noch supporten wollt, schaut einfach den ersten Link in der Videobeschreibung, tippt den an und kauft dort drüber euren Unlock All. Jo Leute, kurz bevor das ganze Video losgeht, möchte ich noch sagen, zu meinen 1000 Abonnenten verlose ich einen GTA Online Unlock All Account mit 700 Millionen GTA Dollar, mit Level 120, mit Bandschutzgarantie und männlichen Charakter. Alles was ihr dafür tun müsst, ist mich zu abonnieren, die Glocke aktivieren und irgendein Video von mir liken und mir davon ein Screenshot auf Instagram zu schicken. Und sobald ihr die 1000 Abonnenten geknackt habt, werde ich diesen Account dann hergeben. Also macht es auf jeden Fall mit, lohnt sich wirklich. Und ja, die Verlosung wird da ganz normal aufgelöst über YouTube und Instagram Story. Und ja, dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Glitch. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Money Glitch, bei dem ihr 10 Millionen GTA Dollar in der Sekunde bekommt. Und ja, wir sagen, los geht's. Als ersten Schritt müsst ihr zu diesem Los Santos Customs hinfahren. Wichtig ist, dass es dieser Los Santos Customs. Ich weiß nicht, ob es bei anderen geht. Ich habe es dabei nur bei diesem probiert. Also, könnt es gerne bei den anderen auch probieren, ob es funktioniert. Schreibt es in die Kommentare dann, ob es beim anderen LS Customs auch funktioniert oder nur bei dem. Und wenn ihr jetzt da seid, müsst ihr einmal in LS Customs eine gehen. Also geht es da jetzt einfach mit eurem Fahrzeug so her, dass ihr dann eine gehen könnt. Sorry, ich bin noch im Passivmodus. Wir sehen uns noch einen Cut wieder, wenn der Passivmodus weg ist. So. Bei mir ist der Passivmodus weg, weil ihr dürft ja nicht im Passivmodus sein, da habe ich. Wenn ihr da jetzt rausgeht, müsst ihr auch Waffen und müsst den Typ da drin erschießen. Jetzt ist wichtig, ihr braucht Tränengas. Wird ihr in die Ecken an sein? Ah, wahrscheinlich da eine. Da. Und da. Jetzt stellt ihr euch da in die Mitte hin, sodass ihr keinen Schaden kriegt. Tränengas könnt ihr einfach im Interaktionsmenü kaufen. Und ja, sobald dieses Tränengas da jetzt auf der Seite aus ist, wie da jetzt, werdet ihr automatisch auf einmal Sterne bekommen. Wenn ihr jetzt Sterne habt, geht ihr wieder in euer persönliches Fahrzeug hin und fahrt so eine. Mit einem persönlichen Fahrzeug, ihr müsst da drinnen sein. Würde ich euch nur empfehlen, schießt ein bisschen, dass die Polizei euch vielleicht noch bemerkt. Weil wichtig ist, die Polizei muss euch da drinnen jetzt töten. So, bei mir ist die Polizei da. Besten holt euch drei Sterne, dass sie euch schneller mal töten.
Wichtig, ihr müsst auf eurem Fahrzeug bleiben, da war es echt töten, das ist ein wirklich beschlagnahmenes Fahrzeug. Der Wally, der wartet, bis sie euch töten. Könnt ihr gern bei mir auf Instagram vorbeischauen, lutasiwaysack.offiziell. Gib ja regelmäßigen Moneyjobs aus, wenn ihr da noch fragt. Und ich habe bald die 1000 Abonnenten erreicht. Das heißt, die Unlock-All-Verlosung ist bald vorbei. Also schreibt jetzt am besten noch in die Kommentare, warum ihr den Unlock-All haben wollt und für welche Plattform ihr ihn denn haben wollt. Und schon nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und wenn ihr nicht in die Kommentare schreiben wollt, schreibt es mir einfach auf Instagram für welche Plattform ihr den Unlock All haben wollt. Und dann nehmt ihr auch daran teil. Und ja, die Verlosung wird circa 2 Wochen nachdem ich die 1000 Abonnenten geknackt habe, aufgelöst. Aber das Datum gebe ich dann noch her, sobald ich die 1000 Abonnenten habe. So, als nächsten Schritt misst ihr jetzt zu einem beschlagnahmten Fahrzeug hinfahren. Das müsst ihr mit irgendeinem Straßenfahrzeug machen. Ganz egal. Ihr könnt es auch, wenn irgendein Freund in der Sitzung ist von euch, mit ihm mitfahren. Weil sein Fahrzeug wird wahrscheinlich schneller sein als irgendein Straßenfahrzeug. So, der Glitch ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst euch da unten nur töten lassen. Und dann zu dem beschlagnahmten Fahrzeug hinfahren. Sobald ihr dann hinten drinnen seid, also dort wo das Fahrzeug steht, werdet ihr 10 Millionen GTA Dollar in der Sekunde kriegen. Sobald ihr euch dann im Interaktionsmenü hervorhebt, das zeige ich euch gleich noch. Jetzt ist wichtig, ihr müsst für dieses Fahrzeug zahlen, weil sonst kriegt ihr Sterne und überlebt dann da drinnen nicht lang. So, wenn ihr jetzt da herin seid, geht ihr einmal da hinten hin zu diesem Stromkasten. Stellt euch möglich Nord und immer hin. Jetzt geht ihr in Passivmodus. Bei mir geht's nicht, weil ihr den Glitch schon vorher einmal gemacht. Und ja, vergessen die Aufnahme zu starten. So, jetzt Passivmodus aktiviert. Jetzt müsst ihr noch unter Spieler hervorheben, euch selbst hervorheben. Und zack, ihr kriegt 10 Millionen GTA Dollar. Und ja, wenn ihr wollt, dass es aufhört, verlasst den Passivmodus oder wechselt die Sitzung. Und ich glaube, nach einer Minute hört es automatisch auch noch auf. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.